Ich behaupte, dass diese Zündschnur auf Schwarzpulverbasis sehr viel schneller ist als dieses PS-Monster hier hinter mir. Ich behaupte, hier in Japan tragen manche Frauen Wickelröcke, mit denen sie sich in, Achtung, Getränkeautomaten verwandeln können. Ich behaupte, dass man aus ganz normaler, herkömmlicher Erdnussbutter einen Diamanten herstellen kann. Drei Reporter, einer lügt. Sie haben bei Facebook abgestimmt. Und die meisten von Ihnen, nämlich 44%, glauben, dass Carlotta die Lügnerin ist. Ob Sie recht haben, das erfahren Sie jetzt. Los geht's mit der Zündschnur. Reporter Haro will seine These auf der Rennstrecke beweisen. Auf dem Bilsterberg trifft der Pyrotechniker Wolfgang Stabe. Wow! Wow! Haro! Wolfgang, grüß dich, mein Lieber. Dich. Endlich sind wir mal wieder zusammen. Genau. Das ist ja super. Hallo! Grüß dich. Hallo, grüß dich. Alles fit? Ja, alles gut. Ist warm da drin? Ja, ist warm. Ja, ich finde das total schade für Uwe und seinen Rennwagen mit über 400 PS. Aber ich behaupte weiterhin, dass diese Zündschnur schneller ist als jeder Rennwagen. Die Zündschnur ist eine sogenannte Stoppine, die schnellste Zündschnur der Welt auf Schwarzpulverbasis. Ihr Einsatzgebiet sind Feuerwerke, die auf die Hundertstelsekunde präzise zünden müssen. Im Vergleich eine Schnur, wie wir sie von der Silvesterknallerei kennen. Und die Superzündschnur in der Superzeitlupe. Man kann erahnen, mit welch enormer Geschwindigkeit diese abbrennt. Zum Schutz des Fahrbahnbelags wird die Superzündschnur auf Holzlatten befestigt. Unsere Renndistanz beträgt 150 Meter. Die ersten 50 cm Strecke zündet Haro für einen Geschwindigkeitstest. Hast du gesehen? Mit bloßem Auge gar nicht verfolgbar. Hey, da kann man nichts sehen. Tatsächlich für das Auge zu schnell. Mit der Highspeed-Kamera schauen wir erneut. Erst in der Zeitlupe sieht man, wie die Stoppine abbrennt. 50 cm in 0,05 Sekunden. Diese Zündschnur ist hammer, hammer, hammer schnell. Und ich freue mich, denn das untermauert noch mal mehr, dass ich einfach recht habe. Hammer schnell gilt aber auch für den Konkurrenten im Duell. Ein Porsche GT3 Rennwagen. 450 PS katapultieren ihn von 0 auf 100 in 3,5 Sekunden. Normalerweise ist der Porsche im Profi-Renneinsatz. Ich behaupte, die Zündschnur ist wesentlich schneller als der Rennwagen. Rennwagen gegen Zündschnur. Weiter geht's mit dem Wickelrock. Reporter Johannes reist nach Tokio. In Japans Hauptstadt will er uns ein außerordentlich kurioses Kleidungsstück zeigen. Hier in Tokio ist auf den Straßen die Hölle los. Und ich behaupte, es gibt Frauen, die tragen Wickelröcke, die sich in Getränkeautomaten verwandeln, um sich perfekt zu tarnen. Das klingt absurd. Entweder ist Johannes heute ein besonders dreister Lügner oder die Japaner sind tatsächlich verrückt genug, ein so ausgefallenes Kleidungsstück zu entwerfen. Er trifft Designerin Aya Tsukioka. Hier in ihrem Atelier soll der geheimnisvolle Wickelrock das Licht der Welt erblickt haben. Ich sehe dich hier in einigen Skizzen arbeiten. Kannst du sie mir mal zeigen? Aya zeigt Johannes ihre neuesten Entwürfe. Am Anfang steht immer eine Zeichnung. Der Automat ist auf dem Papier. Ein erster Schritt. Doch existiert der geheimnisvolle Wickelrock vielleicht doch nur als Manga-Comic? Ich finde, man kann den Getränkeautomat schon gut erkennen. Hier kommen die Getränke rein, hier wird bezahlt und hier kommt die Ware dann raus. Das klingt zu absurd, um wahr zu sein, oder? Das ist eine verrückte Idee, aber ich behaupte auch weiterhin, dass aus dieser Skizze so ein Getränkeautomat wird. Ob Johannes uns einen Bären in Form eines Rocks aufbindet? Weiter geht's mit dem Diamanten. Im Bayerischen Geoinstitut in Bayreuth erforschen Wissenschaftler die Mysterien tief im Erdinneren. Angeblich wird hier das Unmögliche möglich gemacht. Ich behaupte, dass man aus handelsüblicher Erdnussbutter einen Diamanten herstellen kann. Das Einzige, was man braucht, ist immenser Druck, ganz viel Hitze und dazu noch Zeit. Und Hauke, hallo, du wirst mir dabei helfen heute, ja, aus Erdnussbutter einen Diamanten zu machen. Wir versuchen das mal, ja.
Grundsätzlich entsteht ein Diamant aus Kohlenstoff, der im Erdinneren mit immenser Hitze über tausende Jahre gepresst wird. Und das kann man angeblich hier nachmachen, so Carlotta. Geologe Hauke füllt Erdnussbutter in ein winziges Platinröhrchen. Dann kommt der sogenannte Heizer, dieses kleine Röhrchen, in die Pyramide. Im Inneren Erdnussbutter. Und dann habe ich meinen Diamanten. Und da soll alles passieren. Sicher ist, ordentlich zudrücken kann die Maschine. Mehrere tausend Tonnen Druck kann die 4 Meter hohe Presse erzeugen. Wenn wir jetzt mit der Presse nicht aus Erdnussbutter Diamanten machen, wofür benutzt man die denn eigentlich? Hier am Bayerischen Geoinstitut benutzen wir diese großen Pressen eigentlich dafür, um die extremen Druck- und Temperaturbedingungen zu simulieren, die im tiefen Erdinnern herrschen. Aha, das passt zu Carlottas Behauptung. Doch jetzt zückt der Forscher einen Haufen Würfel. Die sehen eher aus wie Spielzeug und nicht wie das Erdinnere. Also doch alles erfunden? Was da genau vor sich geht, soll der Wissenschaftler erklären. Verrat mir aber doch mal bitte, warum mussten wir die Würfel jetzt genauso anordnen? Welches System steckt dahinter? Ja, also im Prinzip haben die Leute lange daran rumentwickelt, bis sie dann dazu gekommen sind, dass das gut funktioniert. Aber die grundlegende Idee ist, dass man Kraft in der vertikalen Achse draufbringt. Mhm. Und die wollen wir einfach gleichmäßig verteilen auf die Probe, dass wir nicht nur in diese Richtung drücken. Auf die Würfel wirkt später enormer Druck, vergleichbar mit dem Gewicht des Eiffelturms, der auf dem Kopf steht. Carlotta behauptet, 5000 Tonnen Druck machen aus Erdnussbutter einen Diamanten. So. Ja, also wenn du magst, kannst du das jetzt reinfahren und musst du einfach nur auf den großen grünen Knopf drücken und dann einmal auf den kleinen grünen und dann geht's sollte los. Sich das Ganze bewegen. Zusätzlich zum immensen Druck kommt eine Temperatur von 1500 Grad Celsius. Ich behaupte, in 5 Stunden kommt es wieder raus und dann ist da keine Erdnussbutter, sondern Diamant drin. Johannes ist extra nach Tokio gereist. Denn er behauptet, genau hier gibt es den Wickelrock, der zum Getränkeautomaten wird. Designerin Aya ist die Erfinderin. Okay, Aya, ich habe jetzt deine Zeichnungen gesehen. Zeig mir noch mal das fertige Produkt. Gibt es ihn tatsächlich? Aya hat ein unscheinbares Kleidungsstück vorbereitet. Doch von einem Getränkeautomaten ist nichts zu sehen. So sieht er aus, unser Transformer-Wickelrock. Und er funktioniert ganz einfach. Hier oben reinschlupfen. Klar, für Männer ungewohnt. Da darf die Dame mal helfen. Arigato. Dann zieht man den Rock hoch. Und Achtung, man braucht nur 2 Hände. Und schon wird aus dem Wickelrock der Getränkeautomat. Mit allem, was ein echter Getränkeautomat auch hat. Display, den Einwurfschlitz fürs Geld, und Füße einziehen nicht vergessen. Der Wickelrock ist kein Party-Gadget, sondern hat angeblich einen praktischen und ernsten Hintergrund. Aya, wie bist du auf diese Idee gekommen? Ich habe diesen Rock für japanische Frauen gemacht. Ich wollte etwas entwerfen, mit dem sie sich bei einem Angriff vor ihren Angreifern verstecken können. Ein ganz besonderes Camouflage-Outfit. So wie in unserer Tradition, die Ninjas. Gut geflunkert, oder? Denn noch ist nicht bewiesen, dass das Ding auch im Alltag von Frauen getragen wird. Zurück zu Carlotta und dem Diamanten. Die Hochleistungspresse im Institut in Bayreuth arbeitet und arbeitet. Und Carlotta muss warten. 5 lange Stunden. Gleich kommt er raus, mein Diamant. Ist tatsächlich aus unserer Erdnussbutter ein funkelnder Diamant geworden, der sich unter den Metallwürfeln versteckt? Jetzt müssen wir ihn nur noch befreien. Wir arbeiten uns zum Kern durch. Und der Kern ist unter Hitze und Druck fast komplett geschmolzen. Von einem Diamanten ist aber nichts zu erkennen. Also ich sehe viel, aber keinen Diamanten. Sieht so aus, als wäre Carlotta die Lügnerin. Nix damit, Diamanten aus Erdnussbutter.
Zurück zur Zündschnur und Haro auf der Rennstrecke. Das Duell. Porsche GT3 gegen die schnellste Schwarzpulver-Zündschnur der Welt. Uwe, mein Großer. Hi. Na, bist du schon heiß innerlich? Ja, total. Aber ist schon doof, ne? Jetzt hast du dich angezogen, siehst toll aus, bist einfach ein irre Rennfahrer und wirst trotzdem gegen meine Zündschnur verlieren. Was sagst du dazu? Ich glaube nicht. Ich glaube, dass mein Auto schneller sein wird als die Zündschnur. Pyrotechniker Wolfgang Stabe macht den Zünder scharf. Zündschnur gegen Rennwagen. Die Distanz 150 Meter. Hat das Auto überhaupt eine Chance? Ich behaupte, die Zündschnur ist wesentlich schneller als der Rennwagen. Das Duell. Rennwagen gegen Superzündschnur. Ob doch Haro heute der Lügner ist? Oder Johannes mit dem Getränkeautomaten-Wickelrock? Wird der auch im Alltag von japanischen Frauen getragen oder ist das alles nur ein guter Fake? In der U-Bahn treffen wir eine Kundin. Ah. Hi. Hi, nice to meet you. Hallo, freut mich. Oh, du trägst den Rock schon. Das ist ja cool. Aber ganz ehrlich, hast du den nur fürs Fernsehen angezogen oder trägst du den auch privat? Ja, klar. Ich trage ihn auch so. Die Japaner haben sogar einen eigenen Begriff für sexuelle Belästigung in der U-Bahn. Chikan nennen sie das. In Tokio leider an der Tagesordnung. 2, 3 Handgriffe sind es und unser Getränkeautomat steht. Zack. Füße einziehen noch. Ah ja, what do you think? Good? Tatsächlich, also von vorne, also ist ja schon zum Verwechseln ähnlich. Aber klar, ja, wer von der Seite kommt, sieht natürlich, dass das hier kein echter Getränkeautomat ist. Für Japaner eine ernsthafte Möglichkeit zur Tarnung oder doch nur ein Gag? Feeling good? Alles gut? Das ist gut für die Arme und gibt ordentlich Muskeln. Kein Scherz, bereits knapp 100 der Transformer-Röcke sind mittlerweile verkauft. Es gibt den Wickelrock nicht nur für Erwachsene, sondern auch für Kinder. Die sollen sich im Notfall als Feuerlöscher tarnen. Es scheint zu funktionieren. Der Getränkeautomat fällt den vorbeieilenden Passanten nicht auf. Wenn ich was zu trinken haben möchte, wird mir unser Automat natürlich nicht weiterhelfen. Trotzdem, wer nicht genau hinschaut, der kann schon darauf reinfallen. Ich bin also nicht der Lügner. Und mir darf die Arme runternehmen. Das ist auch ganz schön anstrengend, oder? Behauptung A, die Zündschnur. Sagt Haro die Wahrheit? Und ist die Superzündschnur tatsächlich schneller als der Rennwagen? Alles klar? Auf den ersten Metern legt die Zündschnur eine enorme Geschwindigkeit vor. Doch dann stottert sie plötzlich und der Rennwagen zieht mühelos vorbei. Aus der Vogelperspektive wird das noch deutlicher. Auf die längere Distanz hat die Zündschnur keine Chance. Superschnell ist die Zündschnur nur auf ganz kurzen Strecken. Beim Feuerwerk muss sie nur wenige Zentimeter zwischen Elektrozünder und Böller überwinden. Für große Entfernungen wird sie nicht eingesetzt, weil sie ins Stocken kommt, so wie in Haros Rennen. Wir schauen genauer hin. Beim Abbrennen entsteht Gas. Das staut sich und lässt die Hülle aufplatzen. Beim Verpuffen stockt die Zündschnur und muss erneut Geschwindigkeit aufnehmen. Im Prinzip ist die Zündschnur recht schnell, aber nicht schnell genug, um den Rennwagen zu schlagen. Also, ich war der Lügner. Sorry. Zurück zum Diamanten oder lediglich der zu Stein gewordenen Erdnussbutter? Geologe Hauke begutachtet unseren Stein mit dem Mikroskop. All das, was da so das Licht stark reflektiert, das sind winzig kleine Kristalle von Diamanten. Das kann ja jeder sagen. Ob es wirklich Diamanten sind, beweist das Elektronenmikroskop. 0,1 mm klein, aber einwandfrei ein Diamant. Ließe man der Presse viel mehr Zeit, wären auch größere Diamanten möglich. Nur, die wären mit diesem Aufwand tatsächlich viel teurer als echte. Und noch etwas. Das Verfahren funktioniert nicht nur mit Erdnussbutter. Unter hohem Druck und großer Hitze wird alles zu Diamant, was Kohlenstoff enthält. Man könnte auch Mais oder Schokolade nehmen.
Damit wäre dann auch bewiesen, dass man aus Erdnussbutter Diamanten herstellen kann. Ich habe die Wahrheit gesagt. Drei Behauptungen, eine Lüge. Und damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt, könnt ihr unseren Channel abonnieren. Und zwar hier oben. Und wer nicht genug bekommen kann, zum nächsten Video geht's hier entlang. Täglich neue Videos auf YouTube und natürlich auch jeden Abend um 19:05 Uhr auf Pro7. Bis dann.